In diesem Video fangen wir mit reellen Funktionen an, gucken uns Beispiele wichtiger reeller Funktionen an und erste einfache Eigenschaften. Wir beginnen auch direkt mit der Definition. Wir nehmen eine Menge groß x als Teilmenge der reellen Zahlen. Wir wollen jetzt reelle Funktionen betrachten. Und dann ist eine reelle Funktion eine Abbildung, die von x nach r abbildet und jedem Element aus dieser Menge groß x einen Wert y zuordnet, einen Funktionswert, eben f von x oder auch y genannt. Dieses Groß X, was wir schon in der Definition gesehen haben, ist dann der sogenannte Definitionsbereich, das ist die Menge aller Werte, für die die Funktion definiert ist. Und häufig möchte man auch wissen, welche Werte rauskommen können. Und das ist der sogenannte Wertebereich, das ist die Menge aller Funktionswerte, die für diesen festen Definitionsbereich möglich sind. Häufig ist so eine reelle Funktion aber auch durch einen Term definiert und dann gibt df den maximalen Definitionsbereich an, weil man den häufig nicht direkt dazu schreibt, sondern dann aus dem Zusammenhang ermitteln muss. Da werden wir später auch noch Beispiele sehen, wo das dann wirklich zum Tragen kommt, wo man für einen gegebenen Term den maximalen Definitionsbereich ermitteln muss, zum Beispiel bei Brüchen oder bei Wurzeln. Fangen wir auch jetzt gleich einmal mit der ersten Funktion an. Die einfachste Funktion, die wir zuerst angucken wollen, ist die sogenannte konstante Funktion. Die ordnet einem, also jedem x, was reinkommt, ein festes c zu, einen festen Wert. Eine solche Funktion heißt eben konstante Funktion. Gucken wir dazu auch ein paar Beispiele an, das heißt die Graphen davon. Das kann zum Beispiel so eine Funktion sein wie hier die blaue, f1 von x, die konstant 1 zuordnet. Das kann aber auch ein beliebiger Bruch sein, das kann minus 7 Viertel sein, das kann aber auch Pi sein. Hauptsache ist an der Stelle, dass es wirklich eine konstante Zahl ist, die allen x-Werten zugeordnet wird. Eine solche konstante Funktion ordnet allen reellen Zahlen immer den gleichen Wert zu. Und deswegen ist sie natürlich auch für alle reellen Zahlen definiert. Definitionsbereich, der maximale Definitionsbereich, sind die gesamten reellen Zahlen. Wir können also schreiben, d von f1 ist gleich r. Gucken wir umgekehrt die Zahl an, die rauskommen kann, den Wertebereich, dann stellen wir fest, der Wert, der rauskommen kann bei der konstanten Funktion, ist natürlich die Konstante, die zugeordnet wird, also das c, beziehungsweise hier in diesem Fall die 1. Und das heißt, wir können das aufschreiben als w von f1 ist 1. Fassen wir es nochmal zusammen. Für die konstante Funktion f von x gleich c gilt, Definitionsbereich ist immer ganz r. Und der Wertebereich ist immer genau dieses eine c, was zugeordnet wird, also die Menge, in der genau das c drin ist. Gucken wir jetzt das nächste an, was man typischerweise untersucht bei Funktionen, das sind Nullstellen. Und man sagt, eine Funktion f besitzt an einer Stelle x0 eine sogenannte Nullstelle, genau dann, wenn der Funktionswert an dieser Stelle den Wert 0 hat. Also wir suchen, die Nullstellen sind all die Stellen, bei denen die Funktion den Wert 0 hat. Wenn wir das jetzt mal angucken bei einer konstanten Funktion, so wie bei dieser hier, f von x gleich 1, die hat offensichtlich keine Nullstellen, weil der Funktionswert ist für jede mögliche Eingabe, für jedes Eingabe x, ist der Wert 1. Das muss aber natürlich nicht immer so sein. Wenn wir die Funktion f von x gleich 0 hätten, dann ist natürlich jedes mögliche x eine Nullstelle. Das heißt, die Menge der Nullstellen wären hier die gesamten reellen Zahlen. Wir fassen das noch einmal zusammen. Eine konstante Funktion f von x gleich c hat keine Nullstelle, falls c nicht 0 ist, und alle reellen Zahlen als Nullstellen, falls c gleich 0 ist. Als nächste Eigenschaft, die wir angucken möchten, betrachten wir Symmetrien. Und die erste Symmetrie ist die Symmetrie zur Achse, zur y-Achse. Und das sind die geraden Funktionen. Eine Funktion mit zum Nullpunkt symmetrischem Definitionsbereich heißt gerade, falls f von x gleich f von minus x für alle x aus dem Definitionsbereich gilt. Gucken wir das einmal am Beispiel an. Erste Sache ist, die wir sehen, der Definitionsbereich der konstanten Funktion, der ist natürlich symmetrisch. Zum Ursprung. Also es kann nicht sein, dass jetzt zum Beispiel im positiven Bereich, dass da der Definitionsbereich größer wäre als im negativen Bereich. Das wollen wir ausschließen, deswegen verlangen wir diese Symmetrie. Auf der anderen Seite gucken wir jetzt die Funktionswerte an und bei den Funktionswerten sehen wir, dass f von x gleich f von minus x ist bei der konstanten Funktion. Diese Funktion ist also gerade, sie ist symmetrisch zur y-Achse. Und auch hier fassen wir diese Erkenntnis, die wir gewonnen haben, noch einmal kurz zusammen und sagen, eine konstante Funktion f von x gleich c ist gerade. Das heißt, sie ist symmetrisch zur y-Achse. Das gilt natürlich immer.
Die nächste Funktion, die ich angucken möchte, ist die sogenannte Betragsfunktion. Und diese Betragsfunktion ist eine Funktion von R nach R und die ordnet einem Wert x, entweder den Wert x selber zu, falls x größer gleich 0 ist, oder den Wert minus x, falls x echt kleiner 0 ist. Und das ist eben die Betragsfunktion. Gucken wir davon einmal den Graphen an, den sehen wir hier. Wir sehen, dass der Definitionsbereich offensichtlich die gesamten reellen Zahlen sind. Der maximale Definitionsbereich ist also R. Neben dem Definitionsbereich ist natürlich der Wertebereich relevant. Das heißt, wir wollen gucken, welche Werte können eigentlich rauskommen als Ergebnis der Betragsfunktion. Und wie Sie sehen, sind das genau die nicht negativen reellen Zahlen. Das heißt, die Zahlen größer gleich 0. Das sind die Werte, die rausbekommen können. Das ist der Wertebereich der Betragsfunktion. Wir können das schreiben als das Intervall von 0 einschließlich bis unendlich ausschließlich oder eben als R mit diesem Index größer gleich 0. Das sind beides standardmäßige Notationen dafür. Wie bei der Konstantenfunktion fassen wir das Ergebnis noch einmal zusammen. Wir sagen für die Betragsfunktion f von x gleich Betrag von x gilt, dass der Definitionsbereich die Menge aller reellen Zahlen sind und der Wertebereich die Menge aller nicht negativen reellen Zahlen. Wir machen wieder systematisch weiter und betrachten jetzt die Nullstellen. Nullstellen der Betragsfunktion ist natürlich wieder sehr einfach, weil, wie man leicht sieht, gibt es genau eine Nullstelle und die ist bei x0 gleich 0. Das ist die einzige Nullstelle der Betragsfunktion. Und zum Abschluss der Betragsfunktion betrachten wir auch hier noch die Symmetrie. Wir stellen natürlich fest, dass der Definitionsbereich der Betragsfunktion ist ja ganz R und damit insbesondere natürlich auch symmetrisch zum Ursprung. Und wenn wir die Funktionswerte der Betragsfunktion angucken, dann stellen wir hier auch fest, dass da natürlich die Eigenschaft gilt, dass f von x gleich f von minus x ist für alle x aus R. Und deswegen ist die Betragsfunktion eine gerade Funktion. Und auch das halten wir noch einmal kurz fest, zusammenfassend. Die Betragsfunktion f von x gleich Betrag von x ist gerade, das heißt symmetrisch zur y-Achse. Bei der Betragsfunktion war der Funktionswert abhängig vom Vorzeichen. Und es gibt auch eine Funktion, die exakt nur dieses Vorzeichen rausholt. Das ist die sogenannte Signumfunktion oder auch Vorzeichenfunktion. Diese Vorzeichenfunktion liefert minus 1, falls x kleiner 0 ist, 0, falls x gleich 0 ist und 1, falls x größer 0 ist. Unterscheidet also genau diese drei Fälle. Und der Graph der Funktion sieht entsprechend genauso aus. Der Definitionsbereich ist ganz R, ist für alle R definiert. Das heißt, wir schreiben auch hier wieder d von f gleich R. Betrachten wir nun umgekehrt die Werte, die angenommen werden können von der Vorzeichenfunktion. Da sehen wir, dass es genau drei Stück sind. Einmal die minus 1, die 0 und die plus 1. Das heißt, das ist unser Wertebereich. Und auch das fassen wir wieder einmal zusammen. Und wir schreiben dazu der Definitionsbereich und Wertebereich der Signumfunktion. Für die Signumfunktion gilt, Definitionsbereich ist ganz R und Wertebereich der Signumfunktion sind die Zahlen minus 1, 0 und 1. Das sind hier unterschiedliche Zahlen, sogenannte drei diskrete Werte, weil es halt genau diese Werte sind. Wenn wir bei den Nullstellen weitermachen und uns da die Eigenschaft angucken, auch da ist es sehr einfach zu erkennen, was die Nullstelle ist. Das ist nämlich genau bei x 0 gleich 0. Hier liegt die einzige Nullstelle vor. Und wie bei den anderen Funktionen machen wir es auch bei der Signumfunktion so, dass wir zum Schluss die Symmetrie betrachten. Wir stellen hier natürlich wieder fest, dass der Definitionsbereich sehr ganz R ist, natürlich symmetrisch zum Ursprung, aber die Funktion ist nicht symmetrisch zur y-Achse, ganz offensichtlich nicht. Das heißt, wenn eine Symmetrie vorliegt, wäre es hier eine andere und es liegt tatsächlich eine vor. Und das ist die Symmetrie, die besagt, dass f von x gleich minus f von minus x ist. Und eine solche Symmetrie nennt man punktsymmetrisch zum Ursprung, beziehungsweise eine solche Funktion nennt man dann ungerade. Und weil dieser Begriff in der Zukunft immer mal wieder auftauchen wird, wenn weitere Funktionen kennenlernen, die ungerade sind, fassen wir die Definition nochmal zusammen. Eine Funktion f von x nach r mit zum Nullpunkt symmetrischen Definitionsbereich x heißt ungerade, falls f von x gleich minus f von minus x für alle x aus x gilt. Und mit dieser Definition kann man dann auch nochmal zusammenfassen, wie die Symmetrie der Signumfunktion aussieht.
Und das ist die Signumfunktion f von x gleich Signum von x ist ungerade, das heißt symmetrisch zum Ursprung. Die nächste spannende Kategorie von Funktionen sind die linearen Funktionen. Das sind Funktionen der Form f von x gleich m mal x mit dem konstanten m. Typisches Beispiel ist, Sie fahren mit dem Auto mit konstanter Geschwindigkeit. Wenn Sie doppelt so lange fahren, dann kommen Sie auch doppelt so weit. Das ist ein typischer linearer Zusammenhang. Und um das noch so ein bisschen spannender zu machen, hat man teilweise auch noch so ein Absolutglied, ein plus b dabei. Und das sind dann die sogenannten affinen Funktionen. Da hat dann die Funktion die Form f von x gleich mx plus b. Also das ist zum Beispiel, wenn Sie an irgendeiner bestimmten Stelle schon starten mit dem Auto. Und die a's und b's sind dann eben Konstante. Gucken wir da ein paar Beispiele an. Hier zum Beispiel wäre die Funktion 3x plus 4 aufgezeichnet. Und da sehen Sie auch schon, was dieses b aussagt, also in dem Fall die plus 4. Und das ist genau die Verschiebung entlang der y-Achse. Wenn Sie r von 0 einfach mal einsetzen, sehen Sie auch sofort, dass da b rauskommt. Und das ist eben genau der Abstand von dem Nullpunkt, in dem die Funktion verschoben ist nach oben. Hier sehen Sie ein paar andere Beispiele mit jeweils entsprechend ein paar anderen b's, also zum Beispiel mit 1 minus 4, also es kann auch negativ sein, oder minus 10. Und entsprechend sind dann die Graphen der Funktionen auch nach oben oder unten verschoben. Gucken wir jetzt nochmal zwei Punkte an. Wir wollen so ein bisschen verstehen, was dieses m bedeutet. Und da ist die Idee, wir nehmen einfach zwei beliebige Punkte auf dem Graphen. Und diese Punkte haben die Koordinaten x1 f von x1 und x2 f von x2. Und das, was man jetzt anguckt, ist das Verhältnis zwischen den x- und den y-Werten. Wie gesagt, das sollen beliebige Punkte sein. Und das Einzige, was uns interessiert, ist das Verhältnis. Also wir gucken das Verhältnis an von Delta Y, also Unterschied der Y-Koordinaten dieser beiden Punkte, zu Delta X. Wir setzen das ein. Und dann ist Delta Y mx2 plus b minus mx1 plus b. Und das Ganze können wir natürlich umklammern. Dann haben wir mx2 plus b minus mx1 minus b, indem wir die Klammer auflösen. Und im nächsten Schritt können wir dann natürlich das plus b und das minus b, das fällt natürlich weg. Und übrig bleibt m mal x2 minus m mal x1. Und bei dieser Gleichung kann man natürlich das m einmal im Zähler ausklammern. Und dann kann man entsprechend kürzen. Nach dem Ausklammern haben wir eben m mal Klammer auf x2 minus x1 und das kann man im Zähler gegen den entsprechenden Ausdruck im Nenner wegkürzen. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist m. Das heißt, das, was wir erkennen an der Stelle, ist, dass tatsächlich das Verhältnis von Delta Y zu Delta X, dass das genau unser m ist. Und zwar völlig unabhängig davon, welche Punkte wir ursprünglich mal gewählt haben. Das ist immer so bei affinen Funktionen. Gucken wir auch dazu noch ein paar Beispiele an mit jeweils unterschiedlichen m's. Dieses m ist jeweils die Steigung und Sie sehen natürlich, je größer die Zahl m ist, desto stärker steigt die Funktion. Zum Beispiel die rote Funktion steigt deutlich stärker als die grüne. Die grüne steigt nur mit Steigung 1,5, während die rote mit 8 steigt. Weiter geht's mit dem Definitionsbereich und wir sehen, diese affinen Funktionen sind natürlich für alle reellen Zahlen definiert. Das heißt, die können wir alle einsetzen. Das heißt, df ist r. Betrachten wir nun den Wertebereich der affinen Funktionen. Und da sehen wir, dass auch hier alle reellen Zahlen tatsächlich im Bild der Funktion liegt, also von dieser Funktion auch angenommen werden können. Es gilt also, dass der Wertebereich wf die Menge der reellen Zahlen ist. Wir fassen das noch einmal zusammen. Definitions- und Wertebereich affiner Funktionen. Für die affinen Funktionen f von x gleich mx plus b gilt, Definitionsbereich ist r und Wertebereich ist ebenfalls r. Kommen wir nun zu den Nullstellen. Betrachten wir also eine Funktion mx plus b, hier bei unserem Beispiel 3x plus 4. Und um so eine Nullstelle zu ermitteln, setzen wir einfach mx0 plus b gleich 0 und lösen das Ganze auf. Das heißt, im ersten Schritt bringen wir das b
auf die andere Seite. Dann steht da mx0 gleich minus b. Wenn wir das gemacht haben, ist die nächste Operation natürlich die, dass wir durch m teilen. Das ist auch möglich, weil m ja nicht 0 ist. Und damit haben wir auch schon die Nullstelle gefunden. Das heißt, es gilt, dass in dem Falle x0 gleich minus b durch m ist, für eben m ungleich 0. Und hier für diesen speziellen Fall unserer Funktion 3x plus 4, da ist es eben minus 4 Drittel und das ist auch das, was man hier direkt im Graphen schon ablesen kann, wo das ungefähr liegen muss. Nach den Nullstellen machen wir, wie bei den anderen Funktionen auch, mit der Symmetrie weiter und betrachten zuerst eine lineare Funktion, so etwas wie f2 von x gleich 3x, also wo das b 0 ist, die durch den Ursprung geht. Und diese Funktion, die ist, wie man schon direkt sehen kann, symmetrisch zum Ursprung. Das heißt, es gilt hier diese Beziehung, die wir eben schon gesehen haben, dass f2 von x gleich minus f2 von minus x ist. Und deswegen ist diese Funktion ungerade. Wir fassen es noch einmal zusammen. Lineare Funktionen sind immer ungerade. Eine lineare Funktion f von x gleich mx ist ungerade, das heißt symmetrisch zum Ursprung. Und das Ganze kann man natürlich noch für die affinen Funktionen verallgemeinern. Die affinen Funktionen f von x gleich mx plus b, die sind symmetrisch zum Punkt 0, b. Die affinen Funktionen, die sind ein Spezialfall der sogenannten Polynomfunktionen oder Polynom- oder ganzrationalen Funktionen. Und diese Funktionen sind Funktionen der Form anx hoch n plus und so weiter bis a0. Und dieses n, die höchste vorkommende Potenz von x in einem solchen Ausdruck, das ist der Grad des Polynoms. Die AIs heißen Koeffizienten. Und wichtig ist, das Nullpolynom ist übrigens auch ein Polynom. Wenn man zwei Polynome vergleichen möchte, tut man das einfach dadurch, dass man ihre Koeffizienten vergleicht. Also wenn der Grad der Polynome gleich ist und alle Koeffizienten gleich sind, dann ist es auch das gleiche Polynom. Dann beschreibt dieses Polynom natürlich auch die gleiche Funktion. Gucken wir dazu ein paar Beispiele an. Das erste Polynom, was wir angucken, ist eine Funktion, die wir eigentlich schon kennen, nur unter einem anderen Namen, lineare Funktion f1 von x gleich x. Hier, dieses Polynom hat Grad 1, weil x als höchsten Exponenten, der vorkommt, 1 hat. Zweite Beispiel ist die bekannte Parabel. Das ist die Funktion x². Auch das ist ein Polynom und hier ist der Grad 2, weil x eben mit höchster Potenz 2 vorkommt. Wir erhöhen den Grad weiter, fügen Funktionen hinzu, f von x gleich x hoch 3 und f von x gleich x hoch 4. Und was wir schon deutlich sehen ist, dass je höher der Grad des Polynoms ist, desto stärker steigen die Funktionen. Ganz besonders deutlich wird das hier zum Beispiel bei Grad 2, 3 und 4. Wenn wir jetzt zum Definitionsbereich gehen, sehen wir, dass natürlich alle reellen Zahlen eingesetzt werden können. Also die Operation Potenz ist natürlich für alle reellen Zahlen definiert, Summen natürlich auch. Deswegen können wir als Definitionsbereich tatsächlich ganz R nehmen. Alle reellen Zahlen können eben eingesetzt werden. D von f ist R. Das ist der maximale Definitionsbereich bei Polynomfunktionen. Beim Wertebereich hängt es ganz stark davon ab, ob die Funktion einen geraden oder einen ungeraden Grad hat. Wenn wir hier zum Beispiel diese Funktion mit dem, diese blaue, mit dem ungeraden Grad angucken, dieses Polynom ist dritten Grades und da sehen wir, dass tatsächlich alle reellen Zahlen im Wertebereich dieser Funktion liegen. Die können alle angenommen werden. Also hier für diesen Fall gilt, dass der Wertebereich dieser Funktion, dass der die reellen Zahlen sind. Ganz anders verhält sich das bei Funktionen mit geradem Grad, wie zum Beispiel hier bei dieser grünen Funktion, das ist eine Funktion vierten Grades. Und wie man sieht, werden hier nicht alle reellen Zahlen von dieser Funktion angenommen. Der Wertebereich hier ist tatsächlich nicht ganz R, sondern nur eine Teilmenge. In diesem speziellen Fall ist es das Intervall von minus 16 bis unendlich. Wie man dieses Intervall, wie man solches Intervall ermitteln kann, dazu werden wir später im Verlauf dieses Moduls noch weitere Techniken kennenlernen. Fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Definitionsbereich von Polynomfunktionen. Für die Polynomfunktion f von x gilt, dass der Definitionsbereich ganz R ist. Was den Wertebereich angeht, da machen wir nur eine Aussage für den Wertebereich bei ungeradem Grad. Da können wir sagen, dass für Polynomfunktionen mit ungeradem Grad der Wertebereich ebenfalls ganz R ist. Kommen wir nun zu den Nullstellen.
Da gibt es ganz unterschiedliche Fälle. Es kann sein, dass ein Polynom gar keine Nullstellen hat. Zum Beispiel dieses Polynom hier, die Funktion x hoch x hoch 4 plus 1, besitzt gar keine Nullstellen. Wie man sieht, diese Funktion wird niemals 0. Es kann aber auch eine Funktion vierten Grades geben, die genau zwei Nullstellen hat. Wie zum Beispiel diese Funktion hier. Die hat Nullstellen bei minus 2 und 2. Beide Funktionen, also wie die erste Funktion, hat auch diese zweite Funktion vierten Grad. Es kann aber auch sein, dass die Funktion, obwohl sie vierten Grad hat, vier Nullstellen hat, wie zum Beispiel in diesem Beispiel. Hier haben wir Nullstellen bei minus 4, bei minus 2, bei 0 und bei 2. Einen direkten, einfachen Zusammenhang zwischen dem Grad eines Polynoms und der Anzahl der Nullstellen sieht man auf den ersten Blick vielleicht nicht. Wir werden gegen Ende des Moduls mit den komplexen Zahlen noch einen Zahlenbereich kennenlernen, der da etwas mehr Licht ins Dunkel bringt. Was wir aber vorweg schon sagen können, sind folgende Dinge. Erstens, ein Polynom vom Grad n, wobei n nicht das Nullpolynom ist, hat höchstens n Nullstellen. Mehrfach auftretende Nullstellen werden auch mehrfach gezählt. Also es kann nicht sein, dass wir ein Polynom dritten Grades haben und dass dieses Polynom vier Nullstellen hat. Das kann niemals sein. Wenn wir außerdem für ein Polynom bereits eine Nullstelle kennen, dann können wir auch einen zugehörigen sogenannten Linearfaktor abspalten. Das heißt, wenn ich eine Nullstelle bei x1 habe, kann ich das Polynom, das Ausgangspolynom, schreiben als x minus x1 mal f1 von x, wobei dann dieses Restpolynom f1 von x um einen reduzierten Grad hat. Gucken wir es einmal am Beispiel an. Wir haben dieses Polynom vierten Grades und wenn man scharf hinguckt, ist bei x gleich 0 eine Nullstelle. Und man kann das Polynom schreiben als Produkt aus x und einem Restpolynom, bei dem das Restpolynom einen um 1 reduzierten Grad hat, nämlich Grad 3 hat. Wenn man damit weiterarbeitet, stellt man vielleicht fest, dass es eine Nullstelle bei minus 4 gibt. Auch dann kann man wieder einen Linearfaktor abspalten und kann das Polynom dritten Grades als x plus 4 mal ein Polynom zweiten Grades schreiben, in dem Falle x² minus 4. In Linearfaktoren ist es immer so, dass das Vorzeichen immer genau anders ist als das Vorzeichen der Nullstelle. Also wenn ich eine Nullstelle bei minus 1 habe, gehört der Linearfaktor dazu, der dazu gehört, ist x plus 1. Logischerweise, weil x plus 1 genau dann 0 wird, wenn x den Wert minus 1 hat. Also deswegen ist das Vorzeichen immer genau umgekehrt. Wenn man das Ganze weitermacht, kommt man irgendwann darauf, dass man so ein Polynom deshalb als Produkt seiner Nullstellen darstellen kann. Also wenn ein Polynom wirklich n Nullstellen hat, dann kann man das wirklich als Produkt der Linearfaktoren darstellen, die jeweils zu den einzelnen Nullstellen kommen, plus einen konstanten Faktor. Gucken wir da zum Beispiel an, dieses Polynom vierten Grades, was wir eben schon anfangs angefangen haben zu zerlegen, kann man darstellen als Produkt seiner zu den Nullstellen gehörigen Linearfaktoren, also x plus 4, x plus 2, x und x minus 2. Da kann man direkt die Nullstellen ablesen und kann es eben auch direkt so darstellen. Insgesamt gilt, es gibt ja auch Polynome, die weniger Nullstellen haben, als der Grad ist. Jedes Polynom lässt sich als Produkt von Linearfaktoren, nullstellenfreien quadratischen Polynomen und eines konstanten Faktors darstellen. Das, insbesondere diese nullstellenfreien quadratischen Polynome, die tauchen immer dann auf, wenn wir weniger Nullstellen haben, als der Grad des Polynoms ist. Gucken wir auch da zum Beispiel an, f von x gleich x hoch 4 minus 3x² minus 4 hat Nullstellen bei minus 2 und 2. Wenn wir die beiden abspalten, dann sieht das Polynom so aus, x plus 2, x minus 2 und x² plus 1. Und x² plus 1 selber hat keine Nullstelle mehr. Das heißt, wir haben hier diese Darstellung aus zwei zu den Nullstellen gehörenden Linearfaktoren, x plus 2 und x minus 2, und dem quadratischen Polynom, was wiederum keine Nullstelle mehr hat. Bis jetzt habe ich sehr viel zum Thema Abspalten von Linearfaktoren erzählt. Da fragt man sich natürlich, wie funktioniert das? Das funktioniert mit Hilfe der sogenannten Polynomdivision und die stelle ich in einem anderen Video einmal Schritt für Schritt vor, wie man das wirklich per Hand einmal technisch macht. Kommen wir jetzt zur Symmetrie bei Polynomfunktionen. Erste Beispiel, was wir angucken, ist x hoch 4. Diese Funktion ist offensichtlich gerade. Man sieht auch einen Zusammenhang zwischen dem geraden Grad des Polynoms und der Eigenschaft, dass die Funktion gerade ist. Also wenn wir so ein sogenanntes Monom haben, so eine Funktion x hoch n, wenn n dann gerade ist, dann ist auch die Funktion gerade. Umgekehrt gucken wir hier ein anderes Beispiel an. Da ist die Funktion ungerade, ist x hoch 5.
Es ist offensichtlich ungerade und der Grad des Polynoms ist ebenfalls ungerade. Also das ist auch der Grund, warum solche Funktionen gerade bzw. ungerade heißen, weil das genau zu den entsprechenden Graden der Polynome passt. Jetzt, wo wir Polynome definiert haben, kann man auch sogenannte gebogenrationale Funktionen definieren und das sind einfach Quotienten von zwei Polynomen. Also ein Ausdruck der Form g von x durch h von x, wobei g von x und h von x jeweils Polynome sind. H von x natürlich nicht das Nullpolynom sein darf. Und solche Funktionen heißen gebrochenrationale Funktionen. Wenn bei solchen Funktionen, solchen gebrochenrationalen Funktionen, der Grad des Zählerpolynoms echt kleiner ist als der Grad des Nennerpolynoms, dann heißen sie echt gebrochenrational. Und eine nicht echt gebrochenrationale Funktion, die kann man immer als Summe eines Polynoms und einer echt gebrochenrationalen Funktion darstellen. Auch das funktioniert mit Hilfe der Polynomdivision. Gucken wir ein paar Beispielfunktionen an. Hier zum Beispiel ist der Definitionsbereich natürlich wichtig. Bei dieser Funktion, die ist nicht definiert für minus 1 und 1, weil an der Stelle der Nenner 0 wird. Definitionsbereich von solchen gebrochenrationalen Funktionen sind immer alle reellen Zahlen, außer die, die den Nenner 0 machen. Hier eben minus 1 und 1. Anderes Beispiel, bei dieser Funktion hier, da ist die Funktion nicht definiert bei minus 1, 0 und 1, weil das sind genau die Nullstellen des Nenners. Also Definitionsbereich ist R ohne minus 1, 0 und 1. Und zum Schluss gucken wir noch eine Funktion an, die hat tatsächlich als Definitionsbereich ganz R. Das liegt einfach daran, dass der Nenner, das ist x hoch 4 plus 1, dass der niemals 0 werden kann. Also ist diese Funktion hier, obwohl es eine gebrochenrationale Funktion ist, auf ganz R definiert. Wenn wir die Nullstellen einer solchen gebrochenrationalen Funktion bestimmen wollen, dann muss natürlich der Zähler 0 sein, weil ein Bruch ist 0, wenn der Zähler 0 ist, aber der Nenner nicht. Der Nenner darf ja nie 0 sein, das ist ja nicht drin im Definitionsbereich. Nullstellen dieser Funktion sind offensichtlich minus 2, 0, 2. Das sind genau die Nullstellen des Zählers. An diesen Stellen ist der Nenner eben nicht 0. Und auf diese Weise ermittelt man die Nullstellen bei gebrochenrationalen Funktionen. Bei dieser Beispielfunktion liegen die Nullstellen bei minus 2 und 2. Sieht man jetzt bei dieser grafischen Darstellung nicht ganz so gut, aber tatsächlich wird dort die Funktion 0, wenn Sie es einmal einsetzen, die Werte in den Zähler, wenn Sie feststellen, da wird der Zähler 0 und der Nenner eben nicht. Und zu guter Letzt, unsere letzte Beispielfunktion, bei der wir auch schon den Definitionsbereich angeguckt haben, die hat Nullstellen bei minus 2 und 2 aus dem gleichen Grund, weil der Zähler ist in dem Falle genauso wie bei dem vorherigen Beispiel. Das ist x² minus 4 und x² minus 4 ist offensichtlich 0, genauso wie x gleich minus 2 ist oder 2. Das sind die einzigen Nullstellen und für diese Nullstellen ist die Funktion selber auch definiert. Mit diesen grundsätzlichen Anmerkungen zu gebrochenrationalen Funktionen lassen wir es erstmal bewenden. Wir werden später in dem Modul nochmal darauf zurückkommen und gehen jetzt zu unserer letzten Kategorie von Funktionen, den Wurzelfunktionen. Das ist die letzte Kategorie in diesem Video. Und die Wurzelfunktionen sind die Umkehrfunktionen der Potenzfunktionen x hoch n. Wie kommt man nun zu diesen Umkehrfunktionen? Dazu betrachten wir einfach mal die einfachste Potenzfunktion, die uns so einfällt. Das ist die Funktion x². Bei dieser Funktion x² ist es so, dass der Definitionsbereich R ist und der Wertebereich R größer 0. Das Problem beim Umkehren ist aber, dass verschiedenen x-Werten der gleiche y-Wert zugeordnet wird. Zum Beispiel minus 2 und 2 werden beide auf 4 abgebildet. Die Funktion ist ja auch symmetrisch zur y-Achse. Das muss also an der Stelle so sein. Das macht es beim Umkehren natürlich besonders problematisch, weil wir jetzt nicht wüssten, welches Urbild dem Wert 4 zugeordnet werden soll, die 2 oder die minus 2. Und um das Ganze zu lösen, muss man eine Einschränkung vornehmen. Die Idee ist, wir schränken einfach die Funktion so ein, dass wir sie umkehren können. Das heißt, wir anstatt einer Funktion von r nach r größer gleich 0 machen wir eine Funktion von r größer gleich 0 nach r größer gleich 0, die einfach x auf x² abbildet. Einfach durch Einschränkung des Definitionsbereichs. In etwas einfacher Notation, statt dieses Abbildungspfeils, kann man auch schreiben h von x gleich x². Das gilt immer noch. Aber der Definitionsbereich wird hier künstlich eingeschränkt auf r größer gleich 0. Und wenn wir das machen,
dann können wir die Funktion plötzlich umkehren, weil dann gibt es für jedes Element aus dem Bildbereich ein genau eindeutiges Urbild. Und die Umkehrfunktion ist dann eben die Wurzelfunktion. Und diese Wurzelfunktion ist dann genau in dem Bereich definiert, wo die Ausgangsfunktion Werte angenommen hat. Das heißt, der Definitionsbereich ist R größer 0. Das entspricht dem Wertebereich an der Stelle der eingeschränkten Potenzfunktion x². Ganz analog sieht das mit dem Wertebereich aus. Der Wertebereich der Wurzelfunktion ist an der Stelle hier auch ganz R. Und der entspricht natürlich dem Definitionsbereich der Potenzfunktion x², weil das entsprechend genau getauscht wird. Das heißt, wir haben hier, das gilt, w von f von x ist ebenfalls r größer gleich 0. Wir halten also die wichtige Erkenntnis fest, bei Potenzfunktion x hoch n mit geradem n, da ist es so, dass der Wertebereich nur die nicht negativen reellen Zahlen sind. Das heißt, deswegen ist der Definitionsbereich der zugehörigen Umkehrfunktion, der Wurzelfunktion, ebenfalls nur die nicht negativen reellen Zahlen. Bei ungeraden Exponenten sieht das aber anders aus. Zum Beispiel bei x hoch 3, da sieht man erstmal nicht ein, warum man da ein Problem haben sollte beim Umkehren. Da ist es ja so, dass jedem x genau ein y zugeordnet wird und jedes y nur einmal vorkommt. Das heißt, wir könnten bei der Umkehrfunktion natürlich so vorgehen, dass wir die dritte Wurzel so definieren, wie man es erwarten würde, für nicht negative reelle Zahlen, aber prinzipiell spricht auch nichts dagegen, diese Definition auch in den negativen Bereich zu erweitern. Also so. Gucken wir jetzt zum Abschluss noch einmal die Nullstellen der Wurzelfunktion an. Und das ist ganz einfach, die Nullstelle der normalen Wurzelfunktion, völlig egal, ob gerade oder ungerade Exponent, ist immer 0. Das heißt, völlig egal, ob es die zweite, dritte, vierte, fünfte Wurzel ist, Nullstelle einer solchen Wurzelfunktion ist immer x0 gleich 0. Und das waren die ersten grundlegenden reellen Funktionen und deren ersten einfachen Eigenschaften.